Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Gestern kam mein Video online, wo ich ja gesagt habe, wie es mit Ark auf meinem Kanal weitergehen soll. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht von all eurem Feedback und wollte mich jetzt noch einmal herzlich dafür bedanken, für euer Verständnis. Und dass ihr wirklich Lust habt auf ein paar Map-Erkundungen. Und vor diesem Video habe ich bereits schon eine Map erkundet. Das wird dann, denke ich mal, hier jetzt nach dieser kommen. Wir befinden uns jetzt im Moment auf Sadruria. Hieß sie jetzt so? Sadruria? Na, sehe ich hier gerade gar nicht. Na, wie gesagt, ich werde es auch immer noch mal in die Beschreibung packen. Müsste aber Sadruria so heißt der Name einfach etwas schwer zu merken. Auf jeden Fall ist das der Nachfolger von Hysteria. Diejenigen, die das Projekt damals verfolgt haben, die kennen ja vielleicht die Hysteria-Map und dass sie leider aufgegeben wurde, der Map-Ersteller jetzt aber an dieser hier bastelt. Und laut Beschreibung ist sie im Moment zu 10% fertig. Und ich dachte mir, dass wir uns die mal anschauen werden. Und ich habe auch die Settings noch mal so ein bisschen runtergeschraubt. Habe ich auch ja erwähnt, dass mich das bisschen geärgert hat und jetzt ist das alles so ein bisschen ja, weiter runter. Ich hoffe, dass das jetzt besser sein wird. Und ja, im Moment kann man nur spawnen in South Beach und die Map sieht so aus. Warum das da oben aufgedeckt ist, ich war da noch nicht. I don't know. Das war auch zuvor zu sehen, aber spawnen kann man wirklich nur im Moment South Beach. Und ja, ich würde vorschlagen, wir werden uns jetzt einfach hier mal so ein bisschen umsehen, was wir so Schönes entdecken können. Ich sag mal so, Hysteria hat mir damals ja ganz gut gefallen, wie sich die Map weiterentwickelt hat. Und es war durchaus sehr schade, dass sie aufgegeben wurde. Aber ich sehe schon, wir haben vor allem schon mal hier Metall gefunden und Öl. Also wenn man hier startet, dann mangelt es einem daran schon mal nicht. Ist ja auch, ja, gut, vereinzelt Kristall ist ja auch schon zu sehen, tatsächlich. Na, ich glaube, ein so ein Vorkommen allerdings nur. Aber immerhin, ich sag mal, wenn man hier dann startet, wirklich South Beach. Obsidian ist da auch. Dann hat man erstmal eigentlich alles Wichtige, was man braucht. Wie gesagt, Kristall zwar jetzt nicht so viel, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde, am Anfang braucht man, wenn dann, erstmal das Spyglass vom Kristall her. Und man hat hier gleich so ein kleines Redwood Forest Biom. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne nochmal Vorschläge machen. Ich habe auch noch die ein oder andere Map. Ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, Dinotopia wollte ich mir noch ganz gerne angucken. Und Ragnarok, wie gesagt, Ragnarok habe ich jetzt gestern direkt nach dem ein Video abgedreht. Obwohl ich noch gar nicht wusste, wie eure Meinung sein wird. Aber ja, ich dachte mir, ich habe gerade Zeit, dann mache ich das mal. Und selbst wenn die Aufnahme dann nie erscheint, naja, egal. Aber wie gesagt, sie wird dann hier nach Sadruria dann folgen. Oh, das sieht ja auch schon wieder echt schick aus. Ich sage ja, das so mit Wasserfällen und alles, da kann man wirklich super tolle Spots mitmachen. Na, hallo Tapiara. Ich bin gespannt, was der Map-Ersteller hier mit seiner zweiten Map machen wird. Ah, das hat er doch damals auch in Hysteria gemacht, so diese Steine. So ein Durchgang. Zwar jetzt, wie gesagt, nicht genauso, aber so ähnlich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit die Map hier jetzt schon bedeckt ist mit irgendwelchen Landschaften. Ich werde mich jetzt einfach mal straight hoch bewegen. Ah, da haben wir schon mal einen Obelisk. Ach, und ein süßer Spino. Ja, der hatte sich ja schön heimelig hier gemacht. Hier in diesem schönen kleinen See hier mit dem Wasserfall. Ausreichend Fische. Ja, das ist hier natürlich echt ein schicker Spot. Vor allem, ich mag den Boden vom Redwood Forest. Der ist schön. Dann, wie gesagt, noch mit den Bäumen hierzu. So ein bisschen alles, ich sag mal, ja, der Boden, finde ich, macht das alles so ein bisschen herbstlich. Passt ja im Moment auch. Wird ja auch draußen jetzt Herbst. Das
Das sieht totschick aus mit diesem Boden. Mit diesem, ja, Laub kann man ja eigentlich schon eher sagen. Ah, und hier ist auch noch so ein bisschen Kristall. Das ist ja mal gerade für den Anfang. Kommt man an diverse Ressourcen sehr gut dran. Man hat auch dann schön das Wasser dann in der Nähe. Wenn man da eben Mangel hat. Von da ist es eigentlich ein sehr guter Spot zum Starten tatsächlich. Und der Entwickler hat scheinbar den Boden hier auch sehr geliebt. Das zieht sich sehr weit durch. Aber gefällt mir. Und mir gefällt es, dass der Tapajara so wendig ist. Ich habe ja, habe ich in einem anderen Video schon erzählt, seit ich den damals gezähmt habe, habe ich den Tapajara nicht wieder angefasst. Von daher bin ich noch gar nicht so richtig ausgiebig mit ihm geflogen. Aber das ist wirklich so was ganz anderes, als wenn man jetzt einen Pteranodon oder so fliegt. Oh, haben wir hier etwa so ein... so eine Art kleinen Sumpf? Na, nicht so ganz, aber... trotzdem, dieser kleine Wasserdurchlauf ist schön. Jetzt, man kann ja nur hoffen, dass die Map dann dieses Mal bestehen bleibt. Wie gesagt, weil Hysteria hat wirklich schon einen guten Eindruck gemacht. Also der Map-Ersteller, der kann das hier auf jeden Fall. Ein bisschen zwischenlanden, auftanken. Vor allem, wie gesagt, ist ja gerade mal bei 10%, sprich, da wird ja noch so einiges kommen dann. Und wenn man so guckt, dann wird die Map auch angenehm groß sein. Die Obelisken sind schon da. Muss ich mal gucken, ob ich dann, wenn wir etwas länger fliegen bei manchen Strecken, ob ich das ein bisschen vorspule oder lasse. Mal gucken, je nachdem, wie man dann durchkommt. Da hinten sieht es so nach einem Schneegebiet aus. Oh, das sieht ja auch cool aus da. Ich habe schon wieder cool gesagt. Das ist mir so oft schon bei Ragnarok passiert. Das ist das wird mir noch häufiger passieren. Oben irgendetwas Interessantes? Ah ja, ein bisschen Metall. Obsidian. Aber hier oben seine Base, das hat doch auch mal was. Das ist auch cool. Oh, es ist schon wieder, es tut mir leid. Was sind wir denn? Naja. Ein Stückchen weiter hoch. Aber das wäre doch, das hätte was. Vor allem mit der Aussicht hier. Wenn da noch was dazukommt. Na, hallo. Naja, das scheint ja hier gerade noch so ein bisschen dran am Bauen zu sein. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ich nenne es mal so eine kleine Oase. Der befindet sich aber hoch. Müsste man hier gucken, wie man da am besten hoch und runter käme. Wenn man jetzt halt zu Fuß ist. Gut, es gibt halt noch die Möglichkeit, ne, mit den Aufzügen. Aber trotzdem wäre das ein netter Spot. Das sieht ja auch nett gemacht aus hier mit dem Steinweg. Da, was haben wir denn da Schönes?
Na, ja, super. Grinst mich da erstmal so ein Hai an mittendrin. Oh mein Gott. Ja, dir geht's gut, ne? Euch beiden natürlich. Denn da ist auch noch so ein kleiner Wasserfall. Auch schick. Es ist nur leider immer so, ja, das Risiko an solchen Stellen halt zu bauen, dass halt ein Spino spawnen kann. Sonst sind solche Gegenden, finde ich, immer super schick. Oder hier zum Beispiel auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier dann der ein oder andere Biberdamm hinkäme. Oh Gott, das kleine Äffchen da. Ja, das ist dann immer so der Nachteil. Aber sonst ist es dann immer richtig schön, an solchen, ja, Gegenden zu bauen. Nur wie gesagt, wenn dann die Spinos die sich dann da echt heimisch fühlen, da ist das dann immer so ein kleines Problem mit. Ich hatte ja auch damals in Umasura tatsächlich einmal relativ nah am Wasser gebaut. Da war einmal ein Spino. Aber wie gesagt, da muss man sich dann immer so drauf einstellen, dass das passieren könnte. Weil sonst, wie gesagt, hier immer so kleine, ja, Bäche kann man es nicht nennen, so ein kleiner See. Vor allem dann ist man auch gerade sehr nah immer an einer Wasserquelle, wenn man ja auch irgendwelche Crops anbauen möchte oder dergleichen, dann bietet sich das natürlich äußerst gut an. Na gut, wenn man da, ich sag mal, in so einem kleinen See da ziemlich alles bebaut und so, dann ist natürlich die Chance geringer, dass da ein Spino spawnt, aber gerade so beim Anfang sollte man das immer im Hinterkopf behalten. Na, wir haben uns noch gar nicht so viel fortbewegt, aber dafür, finde ich, haben wir schon ganz nette Spots gesehen. Ich werde jetzt nicht über die ganze Map fliegen, weil, wie gesagt, gerade 10%, ich denke, das lohnt sich dann einfach noch nicht. Ich denke, da werden wir ansonsten nur so weite Dünen finden, etc. und noch gar nicht so viel. Da in die Richtung. Ich denke, das wird sich leider noch nicht anbieten, das zu machen. Aber guckt euch das mal an, wenn man von hier so guckt. Wartet mal, so von hier. So das hier. Und dann hat man da hinten so die, ja, Berge kann man es jetzt nicht wirklich nennen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann hier halt diesen etwas größeren See. Vielleicht ist da ja im Wasser auch irgendwie so ein versteckter Eingang oder so, man weiß es nicht. Na, hier hätte man noch so einen kleinen See mit einem, mit zwei Mantas drin. Wunderbar. Die haben sich ja ein tolles Plätzchen gesucht. Was tust du da? Da ist doch gar nichts zum. Ja, gut. Mehr oder weniger zum Fressen. Naja, hier fängt es schon an mit diesen Landschaften, wo noch nicht wirklich etwas ist. Außer natürlich wieder ein See. Was auch sonst. Aber generell, ich mag sowas, wenn immer so kleine Seen sind. Ich denke mal, dass der Map-Ersteller sicher noch Bäume hinpacken wird und alles. Und dann wird das richtig schön aussehen. Sind wir denn jetzt? Ach, wir sind nach da hochgeflogen. Ich wollte ja eher mehr nach da. Ich denke mal, nach da oben werde ich noch fliegen. Aber da sehe ich schon so weite Landschaften. Dass da noch alle was kommen wird. Und da hinten, das sieht ganz so danach aus, als ob das eine Art Schneegebiet werden soll. Naja, hier wird alles noch was entstehen.
Ich denke, da werden wir hier noch nicht so weit kommen, aber... Spino, da hinten waren so viele bessere Tümpel als hier. Du gesellst dich hierhin. Naja, ich meine, musst du wissen, ne? Na, ich verstehe schon, es war wegen dem Hai, ne? Du wolltest Gesellschaft haben. Aber hättest du an den anderen Stellen auch gehabt. Naja. Oder zanken die sich gerade? Ah, die zanken sich, da sind auch noch Mantas drin. Na toll. Na, Spinos sind toll. Eine meiner vielen Lieblingskreaturen in Ark. Ich wurde sowieso allgemein häufiger mal gefragt, was meine Lieblingskreatur ist in Ark. Und wie gesagt, ich kann mich gar nicht richtig festlegen, weil ich mag so viele. Sie hat angefangen bei den Spinos, Raptoren, mit Scorched Earth, die gekommenen Jaguars, die Procoptodon, Argentavis mag ich, Dodicarus nicht vergessen, unser süßer Bam Bam. Also ich mag da wirklich sehr viele Kreaturen. Ich mag auch, wie gesagt, den Biber, Castoroides. Naja, ich denke, hier werden wir jetzt noch nicht so viel finden. Ich werde aber trotzdem mal bis da nach da oben hinfliegen, weil es einfach schon aufgedeckt ist von der Karte her. Und ja, wie gesagt, also da kann ich mich gar nicht so richtig festlegen. Ich mag da wirklich sehr viel. Zum Beispiel auch die, wo ich gerade sehe, die Direwölfe oder den Direbear. Den mag ich auch super gerne. Deswegen da... kann ich gar nicht so richtig sagen, dass ich jetzt die eine Lieblingskreatur habe. Dafür mag ich einfach viel zu sehr, viel zu viele. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich auch besonders gerne Kreaturen mag, die eben spezielle Fähigkeiten haben. So wie zum Beispiel jetzt den Tapejara hier. Dass der wirklich so wendig ist, sich an Bäume heften kann und dergleichen. Oder halt der letztens neu hinzugefügte Archaeopteryx, der so ein Gleitschirm ist. Also das finde ich immer super klasse. Oder demnächst soll ja auch der Diplocaulus kommen. Ich meine, dass der zumindest kommen sollte jetzt demnächst. Irgendwas steht da jetzt, hatte ich da gelesen. Auf jeden Fall, dass der ja so eine Sauerstoffflasche sein soll, so eine lebendige. Und das finde ich immer... richtig toll, wenn die halt so spezielle Fähigkeiten haben. Oder zum Beispiel der Calicotherium, der halt ein lebendiges Katapult ist und hast du nicht gesehen. Halt Bisbofu, der halt auch Zement machen kann und dergleichen. Also sowas finde ich immer ganz klasse, als wenn ich da jetzt einfach nur einen einfachen Fleischfresser habe. Ich meine, ich liebe Raptoren und die sind im Prinzip auch einfach nur simple Carnivores, aber... ihr wisst, was ich meine. Ne? Einfach, wenn... ja. Wenn sie noch etwas mehr sind als eben einfache Fleischfresser. Das finde ich dann immer ganz toll, wenn die so eigene Fähigkeiten noch haben. Jetzt muss ich mal irgendwo hier kurz zwischenlanden, weil sonst könnte das böse enden. Weil da unten möchte ich eigentlich ungern landen. Aber es scheint wirklich im Moment erstmal nur so das hintere Eck dort zu sein. Und hier jetzt noch gar nicht so viel, was ich mir aber schon gedacht habe. Ich war jetzt nur, wie gesagt, irritiert, dass der diesen Teil der Map schon hier aufgedeckt hatte. Ich denke auch nicht, dass wir da jetzt noch sonderlich viel finden werden, dass das noch kommt. Deswegen lohnt es sich da auch gar nicht, jetzt da weiter nach rechts zu fliegen. Da wird es diese Landschaften sein wie hier. Ach, sind da... na. Allosaurus, jetzt fällt mir der Name wieder ein. Allosaurus, muss ich gestehen, eigentlich ist er ja auch nur ein simpler Carnivore, aber dadurch, dass er halt diese Rudelfähigkeit hat und irgendwie mag ich ihn halt auch so vom Design her und dass er irgendwie so ein Zwischending ist zwischen Raptor und Carno und so, mag ich ihn eigentlich sehr gerne, obwohl er jetzt nicht so eine, ich sag mal, herausragende Fähigkeit hat, wie beispielsweise eben jetzt Archaeopteryx, der einen Gleitschirm hat oder so. Aber
da mag ich ihn halt trotzdem ganz gerne. So, haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Nee, habe ich mir schon gedacht, aber dann wird hier definitiv das Schneegebiet sein. Aber gut, wir haben jetzt so schöne 20 Minuten. Ich denke, das wird erstmal reichen, um die Map einmal zu erkunden. Wie gesagt, 10% ist ja auch für eine Map noch nicht sonderlich viel. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es werden dann noch ein paar Map-Erkundungen kommen. Und wie gesagt, noch einmal vielen herzlichen Dank für euer positives Feedback zu dem Video. Und ja, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dann.